geht es den Umständen entsprechend gut, meiner Familie auch. Also an sich ist alles okay. Ich meine, wir versuchen alle unser Bestes, so bei guter Gesundheit zu bleiben. Das Spezielle bei Ihnen, Sie studieren normalerweise an der Universität von Luxemburg. Derzeit absolvieren Sie jedoch ein Austauschsemester an der Uni Freiburg. Ich denke, so haben Sie sich das sicher nicht vorgestellt. Wie erleben Sie Ihr Austauschsemester? Ja, also nein, so habe ich mir das echt nicht vorgestellt. Ich erlebe es ziemlich turbulent und ja, sehr viel Organisatorisches auch. Und nein, ich wollte ja in die Schweiz, um das Land zu erkunden, um auch zu sehen, wie das dort so läuft, auch wegen der Uni. Und nein, also ich habe mir das nicht so vorgestellt, aber die Uni versucht trotzdem ihr Bestes zu tun. Wie muss man sich so Ihren Alltag vorstellen, eben momentan in Freiburg? Also ich versuche eine Regelmäßigkeit einzubehalten, um halt nicht in diesen Modus zu verfallen. Ja, wenn ich es nicht heute mache, dann kann ich es auch morgen machen. Aber das versuche ich halt komplett zu vermeiden, weil sonst geht gar nichts mehr. Und nee, halt immer morgens aufstehen, dann schaue ich, dass ich meine Online-Kurse mache, alles, was ich eben halt zu tun habe. Paar Haushaltsarbeiten und ja, ich versuche eben halt diese Regelmäßigkeit beizubehalten. Wollen Sie denn in einer WG oder alleine? Nein, ich wohne in einer WG. Das ist echt, also das ist echt toll, weil so ist man nicht allein und das war schon gut. Und eben momentan ist der Alltag bei so ziemlich allen Leuten extrem anders als vor der Corona-Krise. Wie versuchen Sie, das Beste aus der Situation zu machen? Haben Sie vielleicht ein neues Hobby für sich entdeckt oder was tun Sie da? Also ich versuche manchmal mit meinen Mitbewohnerinnen dann so Online-Pilates zu machen. Okay. Dann schauen wir einer Person zu und dann machen wir die Übungen nach. Also es ist schon ganz witzig. Aber was mir halt auch auffällt, dadurch, dass fast jeder zu Hause ist, wächst man irgendwie mehr zusammen. Also es gibt halt mehr diese Gemeinschaft. Und das ist toll. Also man lernt sich so ein bisschen besser kennen, weil anfangs hatte keiner Zeit. Oder man trifft sich fast nie dann im Apartment, aber so ist das, man kocht zusammen und das ist schon gut. Man geht zusammen spazieren. Also Sachen, für die man vorher nicht Zeit hatte, für die hat man plötzlich halt Zeit. Das ist gut. Eben Studieren im Allgemeinen und Austauschsemester im Speziellen dienen ja auch dazu, Leute kennenzulernen, eine gute Zeit zu haben. Ist das unter den gegebenen Umständen überhaupt möglich? Also gibt es irgendwie Online-Studentenpartys oder wie erleben Sie das? Also es ist schon schwierig, ja. Aber als ich ja hier angekommen bin, das war das ja noch nicht so. Bedeutet, da hatte ich dann so eine kleine Zeit, um schon mal Leute kennenzulernen. Und so hat das halt jeder gemacht. Bedeutet, die Leute, die man manchmal sieht, wenn überhaupt, weil die meisten sind eben halt abgereist, dann sieht man die manchmal. Aber es werden auch sehr viele Online-Aktivitäten angeboten. Dann spielt man Spiele zusammen oder schaut mal Filme zusammen oder man diskutiert, wie Sie und ich gerade so. Also man versucht schon irgendwie da in Kontakt zu bleiben. Das ist gut. Also die geben sich Mühe. Okay. Also sind dann auch offizielle Veranstaltungen dabei von Studentenorganisationen und so. Genau, ja. Die organisieren dann manchmal so Abende für eben halt die Studenten oder beziehungsweise die Austauschstudenten, die dann noch in Freiburg sind. Okay. Über Ostern sind Sie in Ihre Heimat nach Luxemburg zurückgereist. Wie ist der Alltag dort? Unterscheidet er sich irgendwie von demjenigen in der Schweiz momentan? Ja, definitiv. Also erstmal habe ich ja meine Familie, das ändert schon mal um so einiges. Und aber sonst auch, ja, hier gibt es eben halt viel mehr Maßnahmen als in der Schweiz. Also beziehungsweise, wenn man hier spazieren gehen möchte, dann sind das nur mit den Leuten, die zusammen mit einem wohnen. Also man kann dann nicht mit der Nachbarin spazieren gehen oder so oder mit der Freundin. Also das ist nicht erlaubt. Oder wenn man auch mal zu zweit im Auto ist, dann wird das auch kontrolliert. Wohin fahren Sie? Was wollen Sie machen? Und also
die Schweiz ist da schon um einiges lockerer. Okay. Und was denken Sie, was ist die bessere Variante? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke mal so ein Mittelweg, weil im Endeffekt, es halten hier nicht so viele Leute diese Regel ein. Also man wird eben halt kontrolliert und so. Aber was ich aber gut finde in Luxemburg, das ist jetzt, gibt es die Maskenpflicht in öffentlichen Transporten. Und da finde ich aber, da fehlt es ein bisschen in der Schweiz. Weil als ich letztens einkaufen ging, da würde ich total blöd angeschaut, warum ich eine Maske trage. Also okay. Ja, also ne, das wirkt sich schon etwas ab, ja. Trotzdem eben, Sie kehren wieder nach Freiburg zurück, obwohl es ja eigentlich keine Präsenzveranstaltungen mehr gibt an der Uni bis Ende Semester. Warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschieden? Na, erstens, ich habe eine tolle WG, die mir sehr gut gefällt, und ich vermisse meine zwei Mädels dort, und ich mag die Schweiz sehr gerne, und na, wenn ich jetzt nicht mehr zurückfahre, dann war es das ja eigentlich mit meinem Austauschsemester, und das will ich mir nicht so schnell entgehen lassen. Ich meine, die Schweiz ist sehr schön, ich kann ja immer noch irgendwo hinfahren, auch wenn es nur spazieren ist, und ich kenne dort ja auch ein paar Leute, und dann versuche ich dann etwas mit denen zu unternehmen oder so. Also mir fehlt die Schweiz schon ein bisschen. Okay. Es ist für Sie als Studierende und auch für die Uni ist das ja eine ganz neue Situation, ohne Präsenzveranstaltungen, alles per Fernunterricht. Wie meistert die Uni Freiburg Ihrer Meinung nach diese Herausforderung? Also im Allgemeinen sehr gut. Ich denke, das ist ja für jeden eine große Herausforderung. Und die versuchen auf jeden Fall ihr Bestes und sind auch sehr freundlich. Also ich muss sagen, auch die Mails, die wir mal bekommen, also da ist immer, die sind sehr freundlich verfasst, wenn man das so sagen kann. Und also im Allgemeinen läuft alles gut. Jeder hat eben halt, jeder Professor hat seine Art und Weise, wie er mit der Situation umgeht. Und ja, das geht aber. Okay, Sie sagen, im Allgemeinen läuft es gut. Gibt es Dinge, ja, die noch verbessert werden können? Na, zum Beispiel, wenn es diese Online-Konferenzen gibt, die kann man ja im Nachhinein nicht mehr, also die kann man sich ja nicht mehr anschauen. Und wenn man dann irgendwie was anderes zu tun hat oder wie bei mir, ich bin ja Austauschstudentin, bedeutet, ich musste meine Kurse eben halt so zusammenlegen, dass sie irgendwie miteinander passen. Und da können sich schon mal Konferenzen überschneiden. Und das ist natürlich dann problematisch. Ich kann ja nicht gleichzeitig auf beiden Konferenzen da sein. Und deswegen finde ich die Möglichkeit, wenn dann so gesprochene PowerPoints gemacht werden oder diese sogenannten Screencasts, das finde ich schon um einiges besser, weil da kann man dann auch im Nachhinein nochmal nachschauen oder damit lernen. Und ja, ich finde das besser als diese Online-Konferenzen an sich. Okay. Und allen Widrigkeiten zum Trotz, was denken Sie, was können Sie trotzdem aus Ihrem Austauschsemester mitnehmen für Ihre Zukunft? Ich denke mal vieles. Also ich, erstens, es gefällt mir sehr gut. Man hat auch diese Freiheit. Ich meine, selbst wenn man nur in einer WG lebt, ich bin mein eigener Herr, das ist schon schön. Und auch die Uni hat mir sehr gut gefallen, also bis jetzt. Ich meine, wir sind ja erst so in der Mitte. Aber und ich denke auch, dass ich gerne nochmal zurückkomme, also später, für meine späteren Studien. Okay, für einmal ein richtiges Semester noch einmal in Freiburg zu erleben. Ja, genau, weil das hat mir so nicht gereicht. Also es ist sehr schade, aber ich denke schon, dass man mich noch mal sieht. Und wie sieht nun Ihr Fahrplan so aus für die nächsten Wochen und Monate? Wie gesagt, ich werde dann wieder zurück in der Schweiz sein und werde dann dort lernen, meine Kurse machen. Und ich denke, so viel Extras wird da nicht viel passieren. Und ja, und Ende Juni muss ich dann sowieso wieder meine Sachen packen und
schauen, dass ich wieder nach Luxemburg komme. Mhm. Und ich hoffe, dass sich bis dahin die Maßnahmen einigermaßen gelockert haben, damit ich mit meinem Kram wieder nach Luxemburg fahren kann. Sonst wird das etwas problematisch. Okay. Wir wünschen Ihnen alles Beste und vielen Dank für dieses Gespräch und bleiben Sie gesund und weiterhin alles Gute. Danke, gleichfalls.